Aloy, mit Gaias Hilfe konnte ich einen Teil der gesendeten Daten entschlüsseln. Ich würde sagen, wir haben viel zu besprechen. Dann triff mich in der Basis. Mein Zimmer. In Ordnung. Willkommen zurück, Aloy. Du bist zurück. Und nach der Zeit bei den Quen bist du sicher erpicht auf etwas intelligente Konversation. Bei den Quen gibt es einige sehr besondere Menschen. Wenn du ab und zu auf die Erde kommen und Zeit mit ihnen verbringen würdest, würdest du das merken. Ich habe mich um Wichtigeres zu kümmern. Wie die Daten, die du von Londra hast. Du hast eine Spur. Allerdings. Ein Protokolleintrag kurz nachdem die Zeniths der Zerstörung ihrer Kolonie entkam. Ich schicke ihn dir. Ist ziemlich viel, aber das Wichtigste ist, Londra hatte eine Theorie, wie Nemesis bekämpft werden könnte. Er erwähnt eine Liste von Unternehmen des 21. Jahrhunderts, die moderne Waffensysteme hergestellt haben. Möglicherweise kann eine dieser Waffen gegen den Feind eingesetzt werden. Natürlich muss ich jedes Unternehmen untersuchen, ihre Anlagen finden, ihre Technologien ausgraben, ihre Wirksamkeit bestimmen und ob man sie einsatzbereit machen kann. Ganz ohne Hilfe, hm? Tja. Versteh mich nicht falsch. Gut, dass wir etwas gefunden haben. Aber ich frag mich, warum du hier geblieben bist. Es ist die Herausforderung, nicht? Die Chance zu beweisen, dass du der Klügste von allen bist. Meine Gründe gehen kein was an. Und deshalb wirst du immer allein sein. Aloy, Nemesis ist keine Gefahr, die man im Alleingang besiegen kann. Ich bin dankbar für deine außergewöhnliche Unterstützung. Ja, Silence. Vielleicht räumen wir dein eisiges Herz noch auf. Mal sehen, was er gefunden hat. Silence hat recht. Londras Idee könnte uns wirklich im Kampf gegen Nemesis helfen.